Werfen wir heute einen Blick auf den Dow Jones in der Bullseye-Broker-Einstellung mit 200 Punkten pro Kästchen. Diese Chart-Einstellung ist geeignet für Trader und Investoren, die Positionen im Bereich zwischen einem und zwei Monaten einnehmen wollen. 3, 4 Wochen meinetwegen auch noch, aber für den mittelfristig interessierten Investor. Hier sieht man dann auch ganz deutlich, dass der Dow Jones ganz massiv einen Widerstand aufgebaut hat, und zwar den Widerstand zwischen 25.400 und 25.600 Punkten grob. Bereits am 16.11. hatte der Dow Jones hier einen Zwischenhoch ausgebildet, das jetzt als Widerstand funktioniert. Das sieht man übrigens auch sehr, sehr gut am gestrigen Verlauf. Das Hoch lag bei 25.479 Punkten. Das Tief bei 25.344 und die Eröffnung bei 25.344, das Tief bei 25.200, also hatte ich ja gesagt, hier in diesem Bereich liegt die Unterstützung und der Schluss lag bei 25.339. So, das war die Statusbeschreibung. Lange Rede, kurzer Sinn. Mögliche Einkaufspunkte für Positionstrader, die das hier für sich nutzen wollen, sind natürlich trendfolgend die 25.600, also noch ein bisschen Geduld haben, bis der Widerstand gebrochen ist. Wer gestaffelt einsteigen will, kann versuchen, eine erste Position bei 25.200, 250 zu eröffnen und dann aufstocken, wenn wir über die 25.600 gehen. Man sieht direkt, bezogen auf die politische Gesamtsituation, dass der Dow Jones hier im Endeffekt sich alle Optionen offen hält, denn wir haben ja am Wochenende den G20-Gipfel, wo es irgendwie hauptsächlich um die Handelsstreitigkeiten zwischen Trump und China geht, zwischen den USA und China geht. Und da kann eigentlich im Endeffekt jetzt hier rein charttechnisch relativ schnell entschieden werden, ob wir jetzt weiter bullish bleiben, das hieße also mit einem Anstieg auf 25,6, oder eben halt hier, was ich auch als Stop empfehlen würde, ein Unterschreiten der 25.000. Wenn Sie mich fragen, was Sie exakt heute am heutigen Tag machen sollen, an dem Freitag vor dem G20-Gipfel, also ich persönlich werde heute keine Aktion unternehmen. Die entsprechenden Marken habe ich Ihnen aber bereits schon gesagt. Wenn wir also Montag über 25,6 sind, hätten wir dann auf jeden Fall erstmal Luft bis 26,8, also zu den alten Höchstwerten. Fallen wir unter 25.000 am Montag, müssen wir eher mit Bewegungen bis 24.000 circa rechnen.